Weniger als 50 Menschen weltweit haben die Blutgruppe Rhesus 0, die auch als goldenes Blut bezeichnet wird. Zum ersten Mal wurde diese Blutgruppe bei einer australischen Ureinwohnerin entdeckt. Dieses einzigartige Blut ist universell und kann von jedem angenommen werden. 3% der Menschen auf der ganzen Welt haben auf beiden Händen Linien, die den Buchstaben X bilden. Dies ist ein seltenes Phänomen und in vielen Kulturen gilt dieses Merkmal als Zeichen eines starken Charakters. Etwa 25% der Menschen haben eine interessante Reaktion auf Sonnenlicht. Sie niesen. Dieses Phänomen hat sogar einen eigenen Namen. Der photische Niesreflex. In der griechischen Sprache heißt es Sonnennießen. Bei manchen Menschen sammelt sich der Speichel in einer Drüse unter der Zunge. Dann kann er in einem Strahl herausgeschossen werden, wenn eine Person auf diese Drüse drückt. Wenn der Mund in diesem Moment geöffnet ist, kann ein Strahl bis zu einem Meter weit reichen. Dieser Vorgang, der als Gleeking bezeichnet wird, kann spontan auftreten. Eine Person drückt beim Essen, Gähnen, Sprechen oder Zähneputzen versehentlich ihre Zunge gegen die Drüse und voilà! Bis zu 35% der Menschen können gleeken, aber nur 1% kann es auch auf Kommando tun. Weniger als 1% der Weltbevölkerung hat eine Dextrokardie. Dabei handelt es sich um einen seltenen Zustand, bei dem das Herz eher zur rechten als zur linken Seite des Brustkorbs zeigt. Manchmal befinden sich bei Menschen mit diesem einzigartigen Merkmal alle inneren Organe auf der spiegelverkehrten Seite des Körpers. Etwa 65% der Weltbevölkerung haben schleifenförmige Fingerabdrücke. Bei 30% der Menschen sind die Fingerabdrücke ringförmig. Und nur 5% der Menschen haben bogenförmige Fingerabdrücke. Alle diese Typen werden in kleinere Gruppen unterteilt. So gibt es zum Beispiel glatte oder gezackte Bögen, zufällige Wirbel oder Pfauenaugen und so weiter. Die meisten von uns haben 12 Rippenpaare. Aber einer von 200 Menschen hat eine zusätzliche 25. Rippe. Sie wird als zervikale Rippe bezeichnet und bildet sich in der Basis des Halses, oberhalb des Schlüsselbeins. Sie kann auf der linken, rechten oder sogar auf beiden Seiten wachsen. Diejenigen, die zusätzliche Rippen haben, wissen wahrscheinlich nichts von dieser Veränderung. Das liegt daran, dass sich eine zusätzliche Rippe selten vollständig ausbildet und wie ein dünner Gewebestrang aussehen kann. In diesem Fall sieht man sie nicht einmal auf einem Röntgenbild. Wenn man dich bittet, deine Hände zu falten, welchen Finger legst du dann oben auf? Wenn es der rechte Daumen über dem linken ist, gehörst du zu 50% der Weltbevölkerung. 49% der Menschen legen den linken Daumen über den rechten. Und nur 1% legen ihre Daumen nebeneinander. Nur 3-22% der Menschen auf der Welt haben eine Mortenzehe. Dabei handelt es sich um eine Fußstruktur, bei der der zweite Zeh länger ist als der erste. Michelangelos David und die Freiheitsstatue haben beide dieses ungewöhnliche Körpermerkmal. Nur 2 von 10.000 Menschen haben eine ungewöhnliche geformte Pupille. In den meisten Fällen ähnelt sie einem Schlüsselloch. Diese Augenkrankheit wird Kolobom genannt. Glücklicherweise haben Menschen mit dieser Bildung in der Regel keine Probleme mit ihrem Sehvermögen. Menschen mit Dysthichiasis haben eine Wimpernreihe mehr. Dieses Phänomen ist eine genetische Mutation. Es ist in keiner Weise schädlich, kann aber Unannehmlichkeiten verursachen. Ein Haar kann an der Stelle wachsen, an der sich eigentlich eine Öldrüse auf dem feuchten Teil des Augenlids befinden sollte. Dies führt zu Reizungen und Tränenfluss. Es gibt Menschen, die sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie viel Kalzium sie zu sich nehmen. Sie haben eine seltene Mutation im LRP5-Gen. Dadurch bekommen sie megadichte Knochen, die kaum brechen können. Übrigens haben solche Menschen Schwierigkeiten, sich beim Schwimmen über Wasser zu halten. Manche Frauen können Farben besonders gut sehen. Man nennt es Tetrachromie. Sie tritt dank spezieller Zellen in ihren Augen auf. Diese Zellen werden Zapfen genannt und ein normaler Mensch hat 3 Arten von ihnen. Aber Tetrachromaten haben 4 Zapfen. Damit können sie 100 Millionen verschiedene Farben sehen. Eine andere Genmutation hilft Menschen, ihren schlechten Cholesterinspiegel extrem niedrig zu halten. Das Gen gibt dem Körper Anweisungen zur Produktion eines speziellen Proteins. Es steuert die Cholesterinmenge im Blut. Leider haben nur 2-3% der Menschen diese nützliche Eigenschaft. Nur 4% der Menschen haben einen nach außen gewölbten Bauchnabel.
Mehrere Faktoren wie die Fettverteilung um die Taille herum oder die Gene bestimmen, welche Art von Bauchnabel man am Ende haben wird. Die Genetik spielt auch bei den Geschmacksnerven eine entscheidende Rolle. Bis zu 25% der Bevölkerung sind Superschmecker. Sie haben mehr sichtbare Geschmackspapillen, das sind winzige Pünktchen auf der Zunge, als normale Gourmets. Diese zusätzliche Option macht sie empfindlicher für bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel süß, bitter oder salzig. Superschmecker haben auch mehr Schmerzrezeptoren auf der Zunge. Deshalb scheuen sie sich vor scharfem Essen. Wissenschaftler behaupten, die Tibeter seien genetisch mutiert, um in so großen Höhen leben zu können. Eines ihrer Gene ist dafür verantwortlich, dass sie sich sehr schnell an einen sinkenden Sauerstoffgehalt anpassen können. Dasselbe Gen wird auch mit verbesserter Ausdauer bei Sportlern in Verbindung gebracht. Übrigens handelt es sich um eine der schnellsten evolutionären Mutationen, die jemals beim Menschen festgestellt wurden. Es entwickelte sich in weniger als 3000 Jahren. Graue Augen sind ein unglaublich seltenes Körpermerkmal. Nur 1% der Bevölkerung wird mit grauen Augen geboren. Diese Menschen haben einen niedrigen Melaningehalt im vorderen Teil ihrer Iris. Auch blaue Augen sind nicht so häufig, wie ihr euch vielleicht denkt. Nur 8-17% der Menschen haben sie. Noch seltener ist eine Kombination aus rotem Haar und blauen Augen. Es bedeutet, dass beide Elternteile diese Gene in sich trugen. Wahrscheinlich braucht ihr mindestens 8 Stunden Schlaf, um tagsüber leistungsfähig zu sein. Wenn ihr aber weniger als 6 Stunden schlafen könnt und trotzdem ohne Probleme arbeiten könnt, habt ihr das Glück, am Kurzschläfer-Syndrom zu leiden. Dabei handelt es sich um eine genetische Veranlagung, die es euch problemlos erlaubt, viel weniger zu schlafen als andere. Seid ihr schon einmal aufgewacht und habt frustriert auf eure zerzausten Haare geschaut? Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet dieses zerzauste Aussehen für immer und könnt nichts dagegen tun. Das nennt man das Syndrom der unkämmbaren Haare. Euer Haar steht immer in alle Richtungen ab und kein Wasser oder Haargel kann es je bändigen. Menschen mit einer einzigen Handflächenfalte haben nur eine Linie, die über ihre Handfläche verläuft. Die Mehrheit der Weltbevölkerung hat hingegen 2 Linien. Dieses auch als Affenfalte bezeichnete Merkmal findet sich nur bei 1,5% der Weltbevölkerung. Bei Männern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine einzelne Handfalte haben, größer als bei Frauen. In den meisten Fällen wird es innerhalb der Familie weitergegeben. Wenn euch an dieser Hand etwas komisch vorkommt, dann liegt es daran, dass sie einen dreigliedrigen Daumen hat. Etwa einer von 25.000 Menschen wird mit einem Daumen geboren, der 3 Phalangen oder Knochen statt der üblichen 2 hat. Das verleiht ihren Händen ein sehr außergewöhnliches Aussehen. Ein Scheitel ist der spiralförmig verlaufende Teil des Haares auf dem Kopf. Es ist ziemlich schwer, ihn zu übersehen, wenn man kurzes Haar hat. Vor allem, weil er am schwersten zu glätten ist. Normalerweise haben Menschen einen Scheitel. Es gibt aber auch Menschen, die 2 haben. Das bedeutet doppelte Glättungsprobleme. In einigen Kulturen glaubt man jedoch, dass ein doppelter Scheitel ein Zeichen für Glück und hohe Intelligenz ist. Eine Kinnspalte sieht, genau wie Grübchen auf den Wangen, einfach bezaubernd aus. Und sie ist auch eine Genmutation. Sie entsteht, wenn die Knochen oder Muskeln des Unterkiefers nicht vollständig miteinander verschmelzen. Sie ist erblich. Aber wenn du eine Kinnspalte hast, bedeutet das nicht, dass deine Nachkommen sie auch haben werden. Es gibt Umweltfaktoren, die die Entstehung verhindern können. Albinismus ist ein Zustand, bei dem dieses Pigment in eurem Körper völlig fehlt. Nur sehr wenige Menschen haben es. Und sie sehen mit ihrer schneeweißen Haut, ihrem Haar, ihren Wimpern und ihren blassblauen oder grauen Augen völlig anders aus als andere. Auch Tiere können diesen Zustand haben. Es gibt wunderbare Fälle von Albino-Pfauen und sogar Krokodilen, die völlig weiß sind. Eine andere Art von Albinismus wird als okulärer Albinismus bezeichnet. Der Unterschied besteht darin, dass hier nur die Augen betroffen sind. Es fehlt das Pigment in der Iris, wodurch die Augen unwirklich aussehen. Der Nachteil ist, dass der Melaninmangel die Augen sehr lichtempfindlich macht. Menschen mit dieser Krankheit müssen also sehr auf ihre Sehkraft achten. Vielleicht hast du ein winziges Loch an der Spitze deines Ohrs, wo es auf die Schläfe trifft. Wenn ja, gehörst du zu 10% der Weltbevölkerung. Dieses Loch befindet sich meist auf der rechten Seite, aber manche Menschen haben es auf beiden Ohren. Solche Löcher können ganz durchgehen oder wie Grübchen, Dellen oder sogar kleine Beulen aussehen.